Tschüss. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist die nächste Folge am Start. Die nächsten, ja, sagen wir mal 10 Teams ungefähr, Pi mal Daumen, ja, werden heute bewertet. Sollte euer Team heute nicht drankommen, ganz, ganz, ganz wichtig, lasst den Kopf nicht hängen. Schreibt einfach wieder in die Kommentare und ganz wichtig, euren FIFA Mobile Namen auch richtig geschrieben. Euren FIFA Mobile Namen seht ihr immer oben links. Ich heiße Lali Loop in FIFA Mobile. Aber wirklich richtig schreiben, es gab schon so viele, die ihren Namen falsch kommentiert haben. Und deswegen habe ich ihn nicht gefunden oder denjenigen oder diejenigen. Genau. FIFA Mobile Namen, Teamnamen. Ne, Teamnamen ist Quatsch. Liganamen. Also FIFA Mobile Namen, Liganamen und Gesamtbewertung. Die drei Dinge. Und der Nico hat es nämlich auch richtig gemacht. Und ich starte gleich mit dem Nico. Das ist der Nitro Boy Nico. Der Nitro Boy Nico. Ich denke mal, ab der nächsten Folge, es könnte sein, dass vielleicht schon unter der Woche, nächste Woche, eine neue Folge gibt. Ansonsten natürlich nächste Woche Samstag eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams. Und es könnte sein, dass nächste Woche schon eine neue Liste am Start ist. Das heißt, nächste Woche ist es dann noch schwieriger, hier eine hohe Punktzahl abzuholen. Genau, der Nico hat die 112. Der Nico hat 112 und der Nico hat gar kein schlechtes Team. Aber eine Sache hat er, was hast du geschrieben? Und falls du dich wunderst, ich habe Beckham und Coutinho getauscht, dass Lever mehr Chemistry bekommt. Okay, das wäre jetzt der Punkt gewesen, den ich sofort gesehen hätte oder mich verwundert hätte. Hat Coutinho ZM und Beckham im ZOM, obwohl beide, wisst ihr, einfach drehen und dann wären auf der richtigen Position. Aber wegen mehr Chemistry-Pünktchen halt. Okay. Ocampos, Puyol, Fabinho, Thiago Silva. Ich finde es okay, ist jetzt nichts ultra krasses, sage ich mal, ist jetzt nichts ultra kranke Kacke, sage ich mal. Huch, es ist 3, ich gebe dir 3 plus 112 sind nochmal 2 extra, das heißt, du landest bei 5 von 10 und 5 von 10 ist doch gar nicht so verkehrt. Und vielen Dank für deine Einsendung. So, der Hussein versucht schon seit Monaten lang dabei zu sein, schreibt er. Dann bin ich mal gespannt, ob ich deinen Namen finde, Nemesis. Mit Doppel-S hinten. Nemesis. Legends United Only. Sehr, sehr geil. 125er Team. Oh, der Hussein hat Glück. 5 Punkte gibt es für dich. 5 Punkte gibt es für dich. Martial, Wuni, Coutinho, Rijkaard, Ünder, Beckham, Saint-Maximin, Alaba, Matip, Alisson. Ich finde das Team einen Ticken besser als das andere Team, aber es sind natürlich auch keine 5 Punkte. Ich gebe dir 4 Nemesis. Oder Hussein. 4 Punkte, das heißt 9 von 10 kriegst du von mir. Also 9 von 10 ist natürlich schon, ist schon eine Ansage. Oh, ist es der Henry, der schon mal eine Challenge vorgeschlagen hatte? Werder Bremen, Henry LOL, Werder Bremen seit 1899, 126er Team. Und wenn er jetzt ein komplettes Bremen-Team hat, dann würde ich es irgendwie fühlen. Hat er aber nicht, er hat einen Zinedine Zidane, das ist geil, Adidas GMR. Er hat einen Neymar, er hat einen Mbappé, einen Di Maria, einen Goretzka, einen Beckham, einen Shaw, einen Blanc, einen Alaba, einen Arnold und einen Mike Nö. Ich finde, das Team ist bis jetzt heute das Beste, aber es ist für mich trotzdem keine 5 von 5 Punkten, also 5 Punkte sind es nicht, es sind trotzdem 4, aber sagen wir mal, wenn ich Pluspunkte vergeben würde, würde das 4 plus sein. Ja, und plus 5 dann nochmal für die 126er, das heißt auch 9 von 10 für dich. 9 von 10 und ich finde es sehr, sehr geil, dass du da Zinedine Zidane, die er spielt hast. Ach du heilige Kacke, was passiert hier? 3001 hat kommentiert, naja, wenn du Kais Team so bewunderst. Und ich, Leute, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. 145er Overall. Ich habe 144, also ist ein Ticken besser als mein Team. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Funky, mal gucken, wie er sein Team aufgebaut hat. Funky, so und eine 1, glaube ich. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Nee, nicht so. Eine 1, so. Ach du Kacke, Jungs. Ach du Kacke. Imperium Germanica Bench. Tief durchatmen, Jungs. Ihr müsst jetzt wirklich alle tief durchatmen. Ach du Kacke. KK Prime Icon. Hullet schon am Start. Einen Ronaldo, einen Lewandowski, einen Seedorf, einen Barnes, einen Beckham, einen Blanc, einen Van Dijk, einen De Ligt und einen Handanovic. Ach du Kacke. Man kann es nicht anders sagen. Das ist natürlich ein absolut geisteskrankes Team. Und das hat natürlich die 10 von 10 verdient. Das ist gar keine, Leute, da kann ich nichts anderes sagen. Ist natürlich, es ist natürlich 10 von 10.
Und für mich am geilsten, ich finde Kaká so geil, aber Kaká passt in mein Team nicht rein, weil ich 4-2-4 spiele. Aber Kaká fühle ich auch megamäßig. Sein Torjubel immer bei AC Mailand oder bei Real Madrid war halt legendär. Kaká, köstlicher Spieler. Und das sind natürlich 10 von 10 Punkte. So, Edi die Banane oder Edith Banane. Edi, warte mal, Edi, noch ein D und dann Banane. Aus der Liga RIP Maradona. Und da ist er, 93er Team. Ah, also wir springen von hier ganz oben. Wir springen hier von ganz oben nach eher ganz nach unten. 93er Team. Ich weiß nicht, wie lange du FIFA Mobile spielst, aber wahrscheinlich noch nicht allzu lange. Kann das sein? Schreibt mir gerne unten rein in die Kommentare. Mbappé, Lewandowski, Caligiuri, Fabinho, Vidal, Kanté, Diakité ist auf der falschen Position, Koulibaly, Chiellini, D'Ambrosio und Perin. Ja, also die Spieler an sich sind nicht verkehrt, aber es sind halt normale Elite-Spieler, Inform-Spieler, Diakité, Kältespieler, Caligiuri ist schon, das ist schon eher C, sage ich mal, das ist schon eher C. Also wenn ich mir im Restaurant ein schönes, geiles Schnitzel bestelle, war das Team vom 3001 ein richtig geiles Schnitzel, wo man kaum kauen musste und man konnte das Schnitzel einmal, gefühlt einmal beißen und dann konnte man es schon runterschlucken. Und das Schnitzel von Edith Banane ist so ein richtig zähes Schnitzel, was man nicht mal kauen kann und was man dann nach fünf Minuten ausspucken muss. War das ein guter Vergleich? Ich hoffe. Ich gebe dir auf mit Ach und Krach gebe ich dir 2. Und du kriegst keine extra Punkte, weil du 93 hast. Das heißt 2 von 10 für dich. So, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Der Jakob heißt Pommes in FIFA Mobile. Pommes, ja, wären saftig. Pommes aus der PEX Army, da ist er. 118er Team, Pommes. Pommes hat 2 Punkte auf jeden Fall schon mal safe. Der hat einen Ronaldo, einen Jovic, einen Barnes, einen Beckham, Goretzka, Serge Gnabry, Mendy, Coman, Desailly, Carvajal und Handanovic. Es ist sehr, also wirklich, so von den Spielern, ich gebe dir 4. Pommes, ich gebe dir 4, aber plus 118 kriegst du 3 oben drauf, das heißt 7 von 10. Und 7 von 10 hatten wir heute, glaube ich, auch noch nicht dabei. Also, stabile Leistung. Dann ist der Maxe am Start, der Maxi... Milliardär? Milliardär. Genau so wird er geschrieben. Und genau so ist er am Start. Ich glaube, das ist ja, müsste der zweite sein. Über 100, Max Milliardär. 114er Team. 114 und Miroslav Klose und Dalglic und Sokratis und Sancho. Und De Ligt hinten mit 100. WDF, was ist das für ein Team? 114, kriegst du aber leider nur 2 extra Punkte. Aber das Team an sich ist sehr, sehr geil. 6 insgesamt, also ich gebe dir 4 plus 2 sind 6 und ja, 6 von 10. Auch eine gute Punktzahl hier abgeräumt. So, Finnboy ist einer der letzten. Jetzt nicht Panik schieben hier. Einer der letzten, nicht der letzte. Das heißt, wenn ihr nicht Finn heißt, dann könnte es sein, dass euer Team das nächste Team ist. Eventuell Finnboy mit 3Y aus der Liga Deutschland 13-12. Okay, der erste. 120er Team, das bedeutet 3 Punkte hättest du, 121 würdest du 4 bekommen. Das Team, Dalglic, Messi, Lewandowski, Bailey, Schweinsteiger, Beckham, das ist eine klassische 4. 3 wären zu wenig, ich gebe dir 4. 4 plus 3 sind auch 7. 7 von 10 für dich. Eine ganz kurze Frage, soll ich halbe Punkte einführen? Also auch 0,5 Punkte vergeben. Wenn ich mir mal nicht sicher bin zwischen 3 und 4 Punkten oder zwischen 4 und 5, gebe ich einfach 4,5 Punkte. Soll ich das einführen? Ja oder nein? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Und wir machen jetzt weiter mit dem Ninoxa79. Ninoxa79. Und er hat angeblich... Ah, ich finde ihn gar nicht. Ninoxa79 gibt's nicht. Dickes F in die Kommentare für ihn. Dickes F, dann haben wir den Kusai noch. Kusai? Und Kusai ist da. Kusai, deutsche Elite Pro. Deutsche Elite Pro, 125er Team. Ey, das kann doch nicht sein, Jungs. Ihr habt alles wilde Teams. Ihr habt alles wilde Teams hier. Neymar, ich finde, Icardi würde ich mir nicht holen. Aber trotzdem ist es in FIFA Mobile eine gute Karte. Klar, es gibt deutlich bessere, aber es gibt natürlich auch deutlich schlechtere. Ronaldo, Messi, Verratti, Beckham, Roberto Carlos, Blanc, Sanchez, Arnold, Chesney im Kasten. Also Kusai, das ist auch wieder ein sehr, sehr stabiles Team. Ich gebe dir 4. 5 Punkte sind es für mich nicht.
4 plus 5 Punkte aber, weil du 125 hast. Das heißt, 9 von 10 ja, ist deine Punktzahl. Vielen Dank für deine Einsendung. Und das war's hier für die heutige Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 21 Mobile. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Bis heute Abend um 20 Uhr, Jungs. Bis heute Abend um 20 Uhr zur 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Und tschüssi.